So, joho, wir sind zurück bei Torchlight 2. Nach dem etwas anstrengenden Bossfight letzte Aufnahme. Ja, geht's jetzt weiter? Wo ist meine Karte? Map da. Warte, geht's schon weiter? Nein, da geht's noch nicht raus. Was haben wir gemacht letzte Mal? Da hinten gibt's noch eine Quest zum Abnehmen, annehmen. Ihr wisst, was ich meine. Anscheinend hat sich die Lage verschlimmert, während wir am Urquell waren. Was es auch ist, das die Esterianer krank macht, es breitet sich aus und hat auf das Gebiet nördlich von hier übergegriffen. Dorthin wollte der Großregent. Falls er den Wachtwald-Tempel schon erreicht hat, wird er zur Vorsicht die Tore versiegelt haben. Was bedeuten könnte, dass der ganze Tempel sich gerade in ein großes Seuchengebiet verwandelt. Diese Seuche scheint besonders Wesen zu befallen, die von Natur aus magische Fähigkeiten besitzen, wie die Esterianer und Wächter. Menschen wurden bisher nicht angesteckt. Also habe ich medizinische Güter angefordert und werde mich um die medizinische Versorgung hier kümmern. Ihr macht euch unterdessen auf zum Wachtwald-Tempel. Geht über den Krähenpass in die Rauhreifhügel. Versucht, den Großregenten einzuholen, bevor er den Tempel betritt. Geht klar, Schnucki. Ihr habt eine Quest bekommen. Gerade angekommen. So, es könnte jetzt ein bisschen knackig werden, weil wir nach wie vor ein wenig unterlevelt sind. So ganz wenig. Deswegen, ja. Das könnte echt knackig werden. Aber, ja. Stimmt ja auf Tab. Ah, Tab war, glaube ich, ein Terra, die Karte. Irgendein Spiel war Tab, die Karte, nicht hier. Ah. Ja, und ist jetzt. Sommerferien sind bald rum, zumindest hier in Baden-Württemberg. Was habt ihr so gemacht bisher? Oder was wolltet ihr noch machen? Wie waren die Ferien bei euch? Und so langsam freue ich mich sogar schon fast wieder drauf. Ich meine, es ist jetzt so. Ja, Mann, letztes Jahr und Stuff, eine Runde rocken nochmal, dann halbes Jahr, dann sind Prüfungen. Nach den Prüfungen geht die Sache entweder entspannt oder noch beschissener weiter. Mal schauen. Ja. Ein paar Spinnchen. Ich hoffe nur, wir kratzen den Schimmel so extrem ab. Ja, geht noch nicht abkratzen und so, ne? Komm schon. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht, du triffst mich. Fuck. Warum kämpfe ich nicht auf einer Brücke? Oh, ja, ich renne mal eine Runde. Da ist er auch schon down. So, Rampage ist auch gleich bereit wieder. Mana-Trank. Solche Sachen ist hier halt schon geil, ne? Die Attacke. Ja, falls das jemand sieht und sich fragt, wo Eve Online bleibt. Ja, Eve Online hat gerade so ein, zwei Probleme. Erstens. Ich kann gerade nicht allzu viel machen, weil mir ein, zwei Skills fehlen für das, was ich gerne machen würde. Deswegen wird erstmal in Ruhe fertig geskillt und dann kommen auch Aufnahmen von Eve Online wieder raus. Weil die ganze Zeit Mission Running ist uninteressant für euch. Sehr uninteressant. Das wollt ihr eigentlich nicht sehen, weil ja. Ist zehnmal dieselbe fliegen und. Dabei versuchen nicht drauf zu gehen, ansonsten ist halt reines Grinden, so ähnlich wie hier. Immer und immer und immer wieder dasselbe Vorgang. Fliegst rein, rote Kreuze aufschalten und runterknallen. Es gibt irgendwie sämtlichen Spielen, gibt's echt Spinnen, ne? Ah,
Was nehme ich denn? Ah, Sturmscheren an. Die sind immer ganz lustig, so als Nebeneffekt. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben, was ich ungefähr skillen muss, weil ist nach wie vor die Nachbearbeitung. Also wundert euch nicht, falls wir später irgendwie anders aussehen, anderes Equip haben. Ich habe die Hoffnung, dass ich in dieser Runde hier durchkomme. Also in dieser Aufnahmesession, weil es ist nicht mehr weit. Und wir müssen auch keinen Boss mehr umnieten. Heißt, ich könnte es eigentlich schnell durchrushen. In der Hoffnung, dass ich alles schaffe in dieser Runde. Weil ich habe es noch genau... Na, wie lange habe ich noch? Noch eine Viertelstunde, dann kommt Besuch und es gibt erstmal Fett, Zwetschgenkuchen und ein bisschen was zu essen und so. Und dann ist auch nachher schon wieder ein bisschen zu spät zum Aufnehmen, weil ja, nach wie vor dünne Wände und... Leck mich. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf für Quest. Ah, schon, wir müssen aber wieder Hardcore unterlevelt und Endboss und Dungeon Boss und ja, den packen wir wahrscheinlich nicht momentan. Von daher, wir tingeln mal weiter. Warte, den müssen wir machen. Ach, scheiße, stimmt, da geht's ja weiter. So, haben wir hier. Ziehen wir an. Wo ist unsere Rolle? Den ziehen wir auch mal an. Haben wir schon doppelte Rüstung. Was doppelte Rüstung haben wir schon mal? Zwei Rüstungsteile. Weil die bringen nur im Set-Bonus wirklich was. Kronheim. Ah, ich muss wieder nach Norwegen. Da haben die ganzen Städte oder Ortschaften so geile Namen. Das könnte echt so... Als man Norwegen, glaube ich, als Karte nehmen würde, könnte man daraus eine richtig geile Fantasy-World bauen. Allein wegen den ganzen Namen, die du da findest. Hat schon einiges an Stil da. Es gibt zum Beispiel, eine kleine, also das ist kleine, glaube ich, die drittgrößte Stadt in Norwegen, heißt Trondheim. Mit 220.000 Einwohner. Fuck. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Ihr seid tot. Ja, starke Gegner und so, ne? Ne, wie gesagt, die Der ist ein Scheiß verwundet. Die drittgrößte Stadt in Norwegen heißt, glaube ich, eben Trondheim und ja. Die ist an sich richtig geil. Eigentlich ist es eine relativ kleine Stadt. Und, ist eine Hafenstadt. Liegt schön, eigentlich mitten in Mittelnorwegen. Also auch relativ bergig. Ja, da war ich ein, zweimal. Ist interessanter. Dort in der Nähe ist eine noch kleinere Stadt oder Dorf. Nennt sich Orkanger. Alter, ich meine allein, wie geil ist das bitte, eine Stadt, die Orkanger heißt. Könnte eigentlich so mitten aus, was ich, Dragon Age stammen oder ähnliches. Nee, ich feier sowas eigentlich. Ach du Scheiße. Komm schon, das ist echt nicht leicht hier gerade. Meine Güte. Kann man
eigentlich durchrushen? Ich glaube schon, ne? Swaggetti Olonese, wir rennen. Blutsteinminenriss? Okay, jetzt war falsch, scheiße. Ach ja, komm. Put, 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 put. Ja, wir erkunden mal schnell die ganze Karte so. Und da ist das Telefon. Man, ja, hört sich gleich. Haut rein, Leute. So, nach dem Essen wieder da. Die Sache geht weiter. Ja, außerdem gut gegessen spielt sich's meistens besser. Hoffe ich zumindest. Ich verliere die Hoffnung noch nicht ganz, dass wir das Ganze noch schaffen in dieser Aufnahme. Ja. Wird zwar wahrscheinlich etwas komisch werden, weil ja, Zugang zum Wachtwaldtempel endlich, da muss ich hin. Ja, Begleiter ist verwundet, schön für ihn, ganz geil, macht er immer wieder. Macht er großartig. Komm schon, Begleiter, Nico, bleib hier. Du sollst dich da und abhauen. Er kämpft als Melvin gerade so auf dem... auf der Kante, habe ich das Gefühl. Ja, komm her mit deinem Eis. Ja, komm. Mirka Frostbinder. Das klingt wie so ein richtig geiles Rezept, so. Mirka, Mirka, Mirka. Jetzt neu, der Frostbinder von Mirka. Er bindet Frost wie kein anderer Frostbinder. Und aus dem Grund Frostbinder von Mirka. Kein anderer Binder ist so frostig wie der Frostbinder von Mirka. Ja. Ach, das war Maika, warum mich so hart erinnert. Das war die Würstchenfirma, ne? Ja, komm, kranker Schneebeißer, kranke Tiere, soll man nicht leiden lassen. Oder bringt sie zum Arzt, hier gibt's keinen Arzt, also sind wir der Arzt. Ja, Mann, Dr. Julian, die Sache läuft. Verdammt. War jetzt nicht geplant. Nicht groß. Nein, nicht groß schreiben. Komm schon. Ja, ist irgendwie immer verwundet, habe ich das Gefühl. So. Ah, mein Handy meldet mir gerade, dass unser EVE Online-Charakter nur noch 12 Stunden Training hat. Ja, da ist Kaldari-Fregatte auf 5. Heißt, wir können anfangen mit Faction Warfare Bomber fliegen und so. Uns fehlt dann zwar noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Heißt, EVE Online will wahrscheinlich bald weitergehen. Ihr habt eine Quest bekommen. Ja. So, und wo ist jetzt bitte der schöne Eingang? In den Wachtwaldtempel, weil da will ich rein. Der geht wohl nach da oben. Ja, komm, hilf mal da ein bisschen mit. Ach du Scheiße, da ist ein Boss. So ein Zwischenboss zumindest. Und falls sich irgendwer fragt, ja, wir sind etwas unterlevelt. Da wir einfach mal viel zu früh hier rein sind, auch ein paar... vorher ein paar Sachen überrannt haben eher. Also jeder, der es
auch spielt, rate ich, macht es nicht so. Spielt es gescheit, spielt es richtig, macht die ganzen Quests. Ich mach's nur gerade, weil, wie gesagt, ich beim Aufnehmen ein wenig verkackt habe. Und zwar die ersten Folgen vergessen habe und auch das weitere ein, zwei Folgen keinen Sound haben. Aber soll's geben. Kann man nicht viel ändern dran. Entweder neu spielen oder ja, nachbearbeiten, nachsynchronisieren, nur um so viele Folgen nachzusynchronisieren, macht es wenig Sinn. Zumal ich auch am Anfang hier irgendwie der Meinung war, hey, die Folgen habe ich schon hochgeladen und so, ja. Also nach dem Motto, hey, easy, swag, die Folgen sind oben, kann man ja löschen. Braucht ja Platz auf dem PC. Ja, Arschlecken war nicht oben. Gehört, Gepäck ist voll. So. Das kann rüber. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Weg, 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 weg. Streitkolben. Na, 13 gibt es, der kommt wahrscheinlich eh nicht mehr. Weil ich habe eigentlich vor, bevor wir Level 13 werden, mit dieser Aufnahme durch zu sein, heißt, danach bringt er mir nichts mehr. So, der kann gerade mal mit hingehen. Und hier Einkaufsliste. Identifizierungsrolle. Mitbringen. Go, go. Wo ist dieser scheiß Eingang? Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Und ja, ich rush jetzt gerade ein bisschen durch. So, das haben wir auch. Eistiefenhöhle betreten? Nee, lass mal. Lass stecken, Bruder, lass stecken, Bruder. Machen wir später. Hier irgendwo war doch dieser Eingang, ne? Ups, da war der Boss. Hier ist auch Feierabend. So, einmal die 4. Komm schon. Danke. Wo war der Eingang zu diesem Tempel? Allein selbst die Wölfe so viel aushalten. Ach du Scheiße. So, wo ist dieser... Wo war nur dieser verhurte Eingang? Na, hier oben war er schon mal nicht. Aber man will ja alles erforschen und mitnehmen, was geht. Hier ist er auch nicht. Verdammt, wo war der? Hier ist auch ein Tor, das brauchen wir auch noch.
Ja, Mann, Quest abgeschlossen. War der da hinten? Lauf! Nein, war er nicht. Hier war noch irgendwie so eine komische Todesfalle. Ja, Nico flieht mal wieder. So, was ist da hinten? Rüstkampf mit Kriegsbestien, gut, das brauchen wir nicht. Wieder da hoch. Da oben war auch noch irgendwas. Ah, kannst du wieder abgeben? Ja, ihr merkt schon, das ist ein riesen Laufspiel. Ah, da hinten ist er, glaube ich, aufgegangen. Verdammt, wie war das nochmal? Ah, ich krieg einen Rappel. Wo war die Kack-Quest? Ja, ich glaube, wir müssen echt in die Glutsteinhöhle rein. Naja. Na, wisst ihr was? War es ganz einfach. An der Stelle hier gibt es einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich die ganze Scheiße gefunden habe. Also, auf dem Originalspielstand wieder, wenn die Sache wieder läuft. Weil ich habe jetzt wenig Lust, hier nochmal 5 Stunden reinzuspielen, bis ich diese ganzen scheiß Eingänge wieder gefunden habe. Außerdem, ja, ist auch für euch langweilig, weil es passiert nicht viel Interessantes, außer ich rumlaufe und Sachen suche. Und sehr, sehr oft sterbe, weil ich übertrieben unterlevelt bin. Von daher macht das wenig Sinn an der Stelle. Haut rein und man sieht sich auf dem Originalspielstand. Auf dem Originalcharakter mit allem Original oder so nennen. Nur Original ist legal oder sowas, ne? Hieß es. Haut rein, Leute.